Herzlich willkommen zu einem Video-Interview in unserem Wissensmanagement MOOC 2016. Heute begrüßen wir, das sind Dirk Liesch und Gabriele Vollmer, Herrn Markus Müller von der Landeshauptstadt Stuttgart. Herr Müller arbeitet dort im Stadtmessungsamt, genauer gesagt ist er Abteilungsleiter in der Abteilung für Geoinformation und Kartografie und dort gibt es Wissensmanagement. Ja, erstmal hallo, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Video-Interview. Ja, vielleicht erzählen Sie gerade für die Verwaltungslaien erst einmal etwas über Ihr Amt und die Abteilung, damit wir den Kontext besser einordnen können. Und dann interessiert uns natürlich, was Sie ganz konkret in Sachen Wissensmanagement tun. Ja, von mir auch herzlichen Dank. Sie haben es schon erwähnt, Abteilungsleiter für die Abteilung Geoinformation und Kartografie im Stadtmessungsamt. Unsere Hauptaufgabe ist der Betrieb einer Geodateninfrastruktur in Stuttgart, das heißt die Entwicklung und der Betrieb von Geoinformationssystemen und von Anwendungen, die auf diese Geoinformationssysteme aufbauen in diesem Kontext. Und für diese Aufgabe haben wir uns auch mit dem Thema Wissensmanagement jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigt und haben dort Strategien und auch Lösungen entwickelt und haben auch einige Erfahrungen auf Abteilungsebene gewinnen können. Vielleicht so zur Motivation und nochmal darzustellen, was der fachliche Hintergrund ist. Ich lege im Fokus auf die Entwicklung und Betrieb einer GIS-Anwendung. Das ist sicherlich eine sehr zentrale Aufgabe in der Abteilung, vielleicht nicht die einzige, aber eine sehr zentrale. Und so eine GIS-Anwendung durchlebt bei uns einen Entwicklungs- und Lebenszyklus von der Anfrage des Kunden bis über die Anforderungsanalyse, Detailspezifikation, Entwicklung und Ausschreibung, System, Installation, Betriebnahme, Administration und dann Betreuung und natürlich dann auch die Weiterentwicklung dieses Systems. Und in diesem Zyklus sind intern Kunden, aber auch Dienstleister und extern mit den Kunden und Dienstleister viele Personen, viele Fachleute involviert und da geht es einfach darum, bei uns diesen Informations- und Wissensaustausch gut zu organisieren, gut zu steuern und diesen Wissensschatz, der dort besteht, halt wirklich auch zu nutzen und zu erhalten. Wenn man es nochmal anders formuliert, Anforderungen im Kontext einer Geodateninfrastruktur, wir haben nicht nur ein System, wir haben viele Systeme. Diese Systeme haben auch Komponenten. Sie sind technisch komplex, sind auch dynamische Systeme, was natürlich im Bereich der IT ja sehr häufig ist, dass sich die technischen Rahmenbedingungen verändern. Aber auch die fachlichen Anforderungen sind vielfältig und verändern sich. Und wir haben eine sehr große Anzahl von Daten mit Raumbezug. Alle Lebensbereiche werden ja im Prinzip auch durch einen Raumbezug symbolisiert oder abgedeckt. Und so haben wir eine große Vielfalt und Vielzahl an Fachdaten. Und wir haben dann bemerkt, dass man aus Sicht der Mitarbeiter auf der einen Seite eine starke Spezialisierung haben auf ein System. Wir haben aber auch eine hohe technische und fachliche Dynamik. Und ein Mitarbeiter ist immer für mehrere Systeme zuständig. Also er kann sich nicht nur auf ein System spezialisieren, er hat mehrere Systeme, zum Teil auch in der Stellvertretung. Und insofern sind auch hier sehr hohe Anforderungen. Und dann haben wir noch einen zweiten Bereich, dass wir viele Kundenkontakte haben und die sind auch verteilt. Also wir können nicht immer steuern, wo der Kunde in der Abteilung anruft. Da sind sehr gute Vernetzungen vorhanden, das ist ein Vorteil, aber das führt eben dazu, dass die Kunden auch an vielen Stellen, bei vielen Personen sich melden und ihre fachlichen Anforderungen formulieren. Und deswegen haben wir im Thema Wissensmanagement einen hohen Aufwand im Betrieb und auch für die Aus- und Weiterbildung, für die Stellvertretung und auch für die Personalfluktuation natürlich. Wir müssen dieses Wissen ja auch erhalten und weitergeben. Ja, das war dann der Anfang, sage ich mal so in etwa 2006, 2007, wo wir über diverse Diskussionen und später auch eine Stärken-Schwächen-Analyse eingestiegen sind in das Thema. Wir haben dann festgestellt, dass wir eigentlich gute Grundlagen haben, wenn man mal dieses Modell nimmt, Technik, Organisation und Mensch, haben wir in allen Bereichen sicherlich sehr gute Grundlagen, aber wir haben auch erkannt, dass wir neben unseren Stärken, die wir ausbauen wollen,
auch Schwächen haben, die wir einfach reduzieren müssen. Und wir haben dann uns auf 3 Strategien oder Rahmenbedingungen verständigt. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die Abteilung. Wir müssen das nebenher erledigen, das heißt, die Aufgabenerledigung bleibt uneingeschränkt im Fokus. Das ist einfach eine Zusatzaufgabe, die nebenher läuft. Und wir haben auch gesagt, wir wollen alle 3 Bereiche, Technik, Organisation und Mensch, alles im Fokus behalten und in allen 3 Bereichen auch Maßnahmen machen. Wichtig ist, das war ein Entscheidungsprozess. Also wir sind nicht über Nacht sozusagen zu der Entscheidung gekommen, wir machen Wissensmanagement, sondern wir sind eigentlich sehr stark auch vom Informationsmanagement gekommen. Klar, auch in diesem technischen Bereich, die Daten und Informationen zu handeln, und dann sind wir eigentlich so in der Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich Wissensmanagement ist, was wir jetzt betreiben und was wir jetzt neu angehen oder in einer anderen Form verstärkt nochmal angehen. Zu diesen 3 Strategien und Rahmenbedingungen noch ein paar Erläuterungen, also Fokus auf die Abteilung Geoinformation und Kartografie. Ein wichtiger Punkt war, wir haben eine überschaubare Menge an Personen. Dort können wir Werbung machen, dort können wir erklären, was wir wollen. Wir können Probleme leichter beheben, also reduzierte Komplexität. Zugleich haben wir aber schon eine Masse an Personen, und das sind in der Abteilung ca. 40 Personen. Also wir haben genügend Personen und genügend Wissen, um auch wirklich ein Wissensmanagement aufzubauen und nicht zu sagen, das geht über Face-to-Face-Kontakte. Dann haben wir ein überschaubares Konfliktpotenzial, also sensible Informationen bleiben eben in der Abteilung, und auch die Motivation, das Wissen auszutauschen innerhalb der Abteilung, ist natürlich leichter zu vermitteln. Und dann haben wir noch einen klaren Interessensbereich, einen direkten Einflussbereich. Ich als Abteilungsleiter gemeinsam mit den Sachgebietsleitern, die wir haben in der Abteilung, wir haben ein Interesse daran, dass wir das Wissen managen und können das natürlich auch beeinflussen. Dann gibt es eine 2. Rahmenbedingung, diese Aufgabenerledigung, die im Fokus bleibt. Wir haben gesagt, wir machen kein Projekt speziell. Wir haben auch kaum finanzielle oder personelle Kapazitäten. Das ist eine Zusatzaufgabe, die insbesondere auch die Führungskräfte treiben müssen. Also wir waren ganz pragmatisch, wir haben gesagt, es läuft langfristig, es läuft über kleine Arbeitsgruppen, man bemüht sich natürlich, aber es kann manchmal etwas länger dauern einfach. Und dann habe ich schon gesagt, starke Verankerung in der Abteilungsleitung, also bei mir und bei den Sachgebietsleitern. Das heißt, wir haben klar gesagt, das Wissensmanagement ist eine Aufgabe der Führung und wir müssen das bewerben und auch vorwärts treiben. Dann haben wir gesagt, Aufgaben in allen 3 Bereichen. Wir sind eine Abteilung, die sehr viel technische Aufgaben hat, da liegt es natürlich nahe, sich technische Unterstützung zu holen, aber wir wollen gleichzeitig auch die Organisation und natürlich die Menschen auch mitnehmen. Und wir haben auch noch gesagt, uns fokussiert auf die Wissensrepräsentation und die Wissenskommunikation. Das erschien uns, sage ich mal, auch so ein bisschen als Laien im Thema Wissensmanagement einfacher, sich auf diese beiden Punkte zu konzentrieren. Und die wesentlichen Eckpunkte waren einfach die Menschen mitnehmen, auch Veränderungen managen und das langfristige Ziel, eine Kultur in der Abteilung zu entwickeln. Dann die Umsetzung, kurzer Überblick. Wir haben uns mit dem Thema Wiki beschäftigt, wir haben uns mit dem Thema Aufgabenmanagement, Fehlerverfolgung beschäftigt, also eher der technischere Ansatz. Wir haben uns ganz stark mit der Besprechungskultur, dazu gehören auch Zuständigkeiten, dazu gehören Termine und wie man die wahrnimmt. Darauf haben wir uns konzentriert und wir haben gesagt, wir wollen auch Methoden nutzen, insbesondere Wissensmanagement-Methoden, um uns einfach so ein bisschen einen weiteren Horizont zu schaffen. Und wir haben gesagt, es gibt sicherlich in der Umsetzung diverse Schritte, Ausbaustufen. Wir werden nicht gleich eine Lösung haben, die alle Herausforderungen erschlägt, sondern es wird immer wieder neue Entwicklungen und auch eine Nachsteuerung notwendig sein. Ja, den Wiki haben wir 2007 eingeführt, seitdem, also seit knapp 10 Jahren, ist er im praktischen Einsatz. Wir haben gewisse Schwerpunkte gebildet, also das Thema Kundenmanagement, das habe ich schon gesagt, verteilte Kundenkontakte, also dass wir hier zu jedem Kunden eine Seite haben und versuchen dort ein bisschen die Wissen und die Informationen zu bündeln. Im Bereich der Systemdokumentation, dass ich ein neuer Mitarbeiter mithilfe des Wiki zum Beispiel einfacher einarbeiten kann.
Und ein weiterer Punkt war, wo wir einen Schwerpunkt gesetzt haben, was wir versucht haben, so Zuständigkeiten immer auch nachzuziehen und klar zu definieren. In der Fortführung gibt es bestimmt Defizite, weil man nur wenige Seiten mit einer festen Zuständigkeit und mit einer Priorität versehen haben. Und dann machen wir immer wieder anlassbezogen einen Aufruf. Also wenn ein Kundenkontakt ansteht, macht man einfach vielleicht noch einen Aufruf und sagt, aktualisiert mal den Wiki. Wir haben gewisse Regelungen getroffen, der Wiki soll ein erster Einstieg sein. Und dann gibt es aber so ein bisschen auch Freiheiten, wie man weiter dokumentiert. Also ganz klar, wer hat auch Dokumente oder Systeme, in denen man sein Wissen oder Informationen sammelt. Das ist schon so der Punkt, dass wir natürlich weitere Wissensspeicher haben, die wollen wir gar nicht ablösen. Die sind da und die wollen wir im Prinzip einbinden. Es ist aber natürlich eine beständige Diskussion, wo sammeln wir welches Wissen und bis zu welchem Detaillierungsgrad muss ich denn was wirklich niederschreiben oder wie läuft das also die Kommunikation. Das ist aber eine ständige, sage ich mal, eine ständige Diskussion, ein andauernder Prozess, der läuft. Ja, im Ausblick haben wir schon, da kommt nachher dazu auch noch einmal eine Folie, haben wir seit Sommer 2016 Projektschaft die Software Confluence im Einsatz und das macht bisher einen sehr guten Eindruck. Also da wäre eine Entwicklungsmöglichkeit, die werden wir wahrscheinlich beschreiten, diesen Weg. In der Bilanz haben wir weit über 1000 Seiten. Wir haben pro Tag etwa 60 Aufrufe auf den Wiki. Und von den aktiven Nutzern, die also in den letzten Tagen und Wochen neue Informationen in den Wiki eintragen, haben wir so etwa 25% der Abteilung, die wirklich aktiv arbeiten. Was immer wichtig ist, man muss immer wieder auf den Wiki hinweisen und werben dafür. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, damit man erfolgreich ist. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage, weil Sie sagen, Sie erproben gerade Confluence. Welche Software haben Sie aktuell im Einsatz? Das MediaWiki? Wir haben den MediaWiki gewählt. Mhm. Das erschien uns einfach damals naheliegend und wir wollten uns nicht zu sehr mit der Softwareauswahl beschäftigen, nicht zu viel Zeit verlieren. Und dann haben wir ganz pragmatisch uns entschieden, einfach den MediaWiki zu nehmen. Hätten wir vielleicht etwas mehr Zeit investieren müssen, im Nachhinein können wir das so sagen, aber vielleicht waren die Möglichkeiten damals auch noch gar nicht so vorhanden. Ja, okay. Und dann haben wir uns einfach von den MediaWiki entschlossen. Ja, und haben halt einfach mal losgelegt. Das ist ja nicht immer das Schlechteste. Ja. Genau. Mhm. Also es war bewusst, dass irgendwann eine Nachsteuerung sicherlich kommen wird. Ja. Okay, gut, danke. Da bin ich schon wieder weg. Ja, dann haben wir uns mit dem Thema Aufgabenmanagement beschäftigt. Wir haben gesagt, wir haben so viele kleinteilige Aufgaben. Wie dokumentiert man denn eigentlich, wer was wann machen muss und wann er vielleicht seine Aufgabe auch jemand anders weitergeben muss, wann er auch vielleicht sagt, so, das ist jetzt gelöst oder ich verschiebe das. Und dann haben wir uns eine Software rausgesucht, die zugleich auch neben dem Aufgabenmanagement auch dieses Thema Fehlerverfolgung erledigen kann. Das war schon so ein bisschen ein Ausblick, also wir haben dann damals für die Software Jira entschieden. Und haben gesagt, die wollen wir für das Aufgabenmanagement einsetzen, aber wir haben immer die Fehlerverfolgung schon im Blick gehabt. Und das hat sich in den Phasen der Nutzung auch ganz gut abgebildet. Wir haben 2009 angefangen und das Aufgabenmanagement war aber nicht so erfolgreich. Aber ab 2010, also schon relativ früh, und dann ab 2014 etwa ganz stark, hat sich das Thema Fallbearbeitung, Fehlerverfolgung für diese IT-Systeme etabliert. Und das war ein bisschen anders, als wir es uns vorgestellt haben, aber eigentlich schon auch im Plan und das war wirklich ein toller Erfolg. Also dieses System unterstützt jetzt durch Tickets solche Fallbearbeitung, wenn irgendwie Fehler oder Weiterentwicklungen auftauchen, dann hat man einen Start, eine Zuweisung, eine Bearbeitung, eine Lösung und das eben über viele Bearbeiter, auch eventuell über einen längeren Zeitraum. Und in dem Ticket stehen dann noch einige Zusatzinformationen drin. Im System werden keine Dokumentationen abgelegt, das liegt dann woanders. Da will man dann immer sozusagen auf den Wiki oder auf eine andere Stelle verlinken. Und in der Bilanz seit 2009 weit über 1600 Tickets und für eine Abteilungsgröße von uns, glaube ich, ganz gut. Und insbesondere seit 2014, also in den letzten stark 2 Jahren, hat sich das sehr etabliert und ist sozusagen ein Standardwerkzeug geworden insgesamt bei 6 Systemen.
Wir haben aber noch mehr Systeme, die wir da einbringen wollen, und da werden sicherlich dann noch zwei, drei mindestens in den nächsten Jahren dazukommen, die auch diese Software dann als Dauer, ja, als Management-Tool oder als begleitendes Tool einsetzen wollen. Also da haben wir wirklich uns gut entwickelt, und wie gesagt, diese weiteren Systemgruppen, die zu den Systemen immer gibt, die werden das in Zukunft sicherlich auch noch einsetzen. Und die Software Jira ist aus dem gleichen Haus wie das System Confluence. Da gibt es möglicherweise auch noch Synergieeffekte. Das müssen wir mal gucken, ob wir dann diese Kopplung auch noch vollziehen zwischen diesen beiden Softwarelösungen. Wie ist es vorher gelaufen? War es dann so auf Zuruf? Das heißt, Kollegen, also Ihre Mitarbeiter wurden halt angerufen oder haben per E-Mail Aufgaben bekommen oder Qualifikationen bekommen? Wir hatten schon vorher so eine Art Helpdesk, hieß das bei uns, das war eigentlich in Tabellenform. Das heißt, das war schon aufgelistet, das war schon eine Datenbank, die hat aber bei weitem eben nicht diese Möglichkeiten mit dem Weiterleiten, mit dem in der Dokumentation, mit dem Terminvergabe und natürlich auch mit diesem Monitoring, was ist noch offen, was steht denn an, was ist schon gelöst. Das konnte dieses System nicht. Also wir haben schon eine gute Voraussetzung gehabt und hatten da schon eine strukturierte Arbeitsweise, auch eine Dokumentation. War sicherlich interessant, dann immer mal wieder alte Fehler, die man gelöst hatte, hervorzurufen und zu sagen, wie lief damals die Fehlerbehebung. Aber das Jira hatte sicherlich nochmal, oder die Software-Generation, die hat es sicherlich nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Und wir haben in einigen Bereichen, deswegen sage ich, da gibt es sicherlich noch eine Ausbreitung, in einigen Bereichen haben wir noch das alte System im Einsatz. Wenn wir gesagt haben, wir wollen diesen alten Daten- und Wissensbestand auch nicht wegschmeißen und wir wollen gleichzeitig nicht migrieren, oder vielleicht müssen wir das mal machen, aber da ist einfach über Jahre hin vielleicht auch Informationen in dem alten System schon gewachsen. Ja, danke. Ja, dann Wiki Stufe 2, das ist jetzt Confluence, seit Juli 2016 im Einsatz. Wir haben da ein größeres Projekt. Jetzt sind, glaube ich, 40 Nutzer etwa drin. Wir haben in der kurzen Zeit schon 1100 Inhalte erstellt. Inhalte sind in der Software Seiten plus Anhänge, also Downloads oder Uploads. Wir haben uns dort stark fokussiert auf die Unterstützung der Projektarbeit. Und da gibt es aber im Ausblick sicherlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, also insbesondere die Ablösung der alten Wiki-Software ist ein interessantes Thema. Und wir merken auch, dass wir durch diesen neuen Wiki noch viel besser diese nachhaltige Kommunikation sicherstellen können. Also da werden auch Mails dann eben reinkopiert zum Beispiel und nicht weitergeleitet über die Mail, sondern über Confluence eben dokumentiert und weitergegeben. Und insofern hat es im Unterschied zum alten Wiki ganz interessante Strukturen und Funktionalitäten, die damals oder in dem Media-Wiki so nicht gegeben sind. Also wir können eigene Bereiche einrichten, eigene Administration und auch Zugriffsrechte verteilen. Also für eine kleine Gruppe, wo vielleicht ein sensibles Thema abgehandelt wird, gibt man eben nur einer kleinen Gruppe das Zugriffsrecht. Man kann Zeiten verwalten, das konnte man in der alten Software auch so nicht. Es hat einen komfortablen Editor, das insbesondere auch bei Nutzern, die da vielleicht nicht so affin sind, das einfach die Hemmschwelle verringert, aber auch die Struktur verbessert, wenn man Vorlagen hat, wenn man auch Kommentare erfassen kann zu Seiten. Sehr gute Recherchefunktionen und hat ja auch schon so rudimentäre Funktionalitäten, um irgendwelche Aufgaben zu definieren und zuzuweisen und zu berichten. Allerdings bei weitem nicht so, wie die Software Jira das kann. Und deswegen sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass sich das Confluence bei uns weiter etablieren wird. Da sind wir aber gerade in einem Prozess und es wird auch dann ein Einstieg wohl werden, dass wir außerhalb der Abteilung diese Software auch im Amt weiter nutzen. Das ist sicherlich auch nochmal ein interessanter Einsatz, weil wir waren ja bisher noch sehr stark auf die Abteilung fokussiert. Die anderen Abteilungen im Stadtmessungsamt haben natürlich auch irgendwelche Werkzeuge, sicherlich nicht ganz so weit entwickelt oder mit so einer langen Tradition, wie wir es jetzt haben. Und jetzt könnte es sein, dass das sich auch noch weiter ausbreitet. Ja, dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt, das ist das Thema Besprechungskultur.
Da wollen wir die bestehende Kultur ausbauen und unterstützen und optimieren. Und auch das Thema Wissensnetzwerke, also die nicht so formal sind, wollen wir natürlich unterstützen. Wir haben in der Zeit, seit wir uns darum kümmern, mehrere neue Gruppen eingerichtet. Und seit 2007 zum Beispiel so ein Workshop in der Abteilung, wo die Führungskräfte sich zu strategischen Themen zusammensetzen. Wir haben eine sogenannte Geo-Service-Gruppe, die so eine übergreifende Abstimmung macht, weil wir verschiedene Produkte, verschiedene Systeme machen. Also diese Gruppe bildet sozusagen eine Klammer, ganz auf fachlicher Ebene. Und wir haben zu jedem System, das wir haben, eine Systemgruppe eingerichtet, die sich auch abstimmen. Solche Gruppen und solche Themen gab es natürlich vorher auch schon, aber sage ich mal wesentlich weniger strukturiert, weniger bewusst. Und jetzt kann man sich sozusagen darauf verlassen und hat auch einen feste Ansprechpartner und feste Zuständigkeiten durch diese neuen Gruppen. Also die haben sich alle Gruppen, die wir neu erstellt haben, gebildet haben, haben sich alle etabliert, sind alle erfolgreich geworden und haben die Kommunikation und diesen Austausch einfach vereinfacht und strukturiert. Und auch eine gemeinsame Basis noch aufgebaut, auch eine Vertrauensbasis aufgebaut. Neben diesen Gruppen innerhalb der Abteilung haben wir auch gesagt, so Wissensnetzwerke, die zum Beispiel in Gremien stattfindet oder über informelle Netzwerke innerhalb der Stadtverwaltung, außerhalb der Stadtverwaltung, das ist auch ein Thema, das sicherlich wichtig ist. Das ist natürlich auch mit Grenzen alles behaftet, finanzielle Grenzen bei Reisen, aber auch zeitliche Grenzen, aber das ist uns trotzdem wichtig, weil über diese Netzwerke einfach informelle Informationen wandern und laufen, die sind ganz, ganz wichtig. Und man hat vielleicht auch manchmal einfach nur einen Kollege in einer anderen Stadtverwaltung oder bei einer Firma, den man anrufen kann, weil man ihn einfach über so ein Netzwerk schon kennt und kann dort schnell und einfach wichtige Informationen zusammentragen. Wir haben uns also ein bisschen mit Regeln oder einer Kultur für solche Besprechungen beschäftigt. Das sind eigentlich normale Dinge. Die muss man vielleicht einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Wie gestaltet man die Einladung? Wen lädt man ein? Wie moderiert man? Wie dokumentiert man die Ergebnisse? Und auf der nächsten Folie kommt auch noch der Bereich, dass wir versucht haben, in manchen Besprechungen zumindest neue Methoden einzuführen aus dem Bereich des Wissensmanagements. Insofern die Bilanz auch hier sehr gut. Neue Gruppen sind entstanden. Es ist dann auch, sage ich mal, echte Kaffee-Ecke entstanden, um sich mal bei einem Kaffee auszutauschen. Und da wird sehr viel über fachliche Themen gesprochen. Und sage ich mal, die virtuellen Kaffee-Ecken, dass man vielleicht auch im privaten Bereich mal unterwegs ist und eine Radtour, eine Wanderung macht. Und da lernt man sich auch privat kennen und das fördert aber auch die fachliche Zusammenarbeit sehr. Ja, dann habe ich die Methoden schon angesprochen. Wir wollten in der Abteilung so einen gewissen Methodenbaukasten aufbauen, haben also immer mal wieder neue Methoden ausprobiert, haben uns einfach so ein bisschen mal schlau gemacht, was wir aus dem Seminar mitnehmen, was wir im Internet recherchieren. Wissensmanagement-Methoden, also ganz unterschiedliche, aber auch Moderationsmethoden natürlich. Und die wollen wir dann einbinden in Termine und Abläufe und dadurch Impulse setzen. Also immer mal wieder einen kleinen Schubs geben, vielleicht irgendwas Neues, eine neue Sichtweise, eine neue Position einnehmen oder eine neue Herangehensweise erproben. Das heißt, wir haben versucht, uns so eine Methode mal so kurz theoretisch vor Augen zu führen und dann einfach zu üben und regelmäßig zu nutzen. Da gab es so Sachen wie World Café, das hat sich jetzt etabliert, oder Lessons Learned oder SWOT-Analyse, Szenariotechniken oder so eine Vortragsform wie Pecha Kucha. Wissenslandkarten oder Mentoren, Prozesse dokumentieren, das sind alles mal Sachen, die sich nicht nur stichpunktweise eingesetzt werden, sondern immer wieder eingesetzt werden, natürlich nicht bei jedem Termin. Und insofern haben wir da echt eine gute neue Perspektive immer wieder gewonnen. Was immer wichtig ist, wir sind keine Profis beim Einsatz dieser Methoden, also das heißt, wir müssen immer üben, uns neue theoretische Basis vielleicht suchen und dann einfach praktisch anwenden. Also dieses Methodenkompetenz verbessern, das können wir sicherlich noch besser machen. Und wir können diese Methoden, denke ich, auch noch mehr in Abläufe einbinden, um dann neue Sichten auch immer zu generieren. Ja, jetzt würde ich schon zu den Erfahrungen kommen. Erfahrungen nach 10 Jahren. Diese 10 Jahre gingen relativ schnell rum. Wir haben, denke ich mal, viel erreicht, mehr als uns
so direkt bewusst ist, weil über 10 Jahre die Entwicklung zu reflektieren, ist sicherlich schwierig. Aber so das Bauchgefühl sagt, wir haben uns wirklich gut weiterentwickelt. Wir waren vorher schon nicht so schlecht bei dem Thema, aber es hat sich doch nur einen Sprung ergeben, dass wir einfach auch eine Kultur entwickelt haben. Also dass einfach in der gesamten Abteilung so ein Bewusstsein ist, dass das Thema Wissen weitergeben, Wissen austauschen, das Wissen von anderen nutzen, dass das einfach gut ist und dass das jedem hilft. Also wurde so eine Transparenz erzeugt und ein Vertrauen ist sicherlich entstanden bei allen Beteiligten. Und insofern war ein Erfolg, diese Herangehensweise und die Rahmenbedingungen, die wir uns gesetzt haben oder die es gab, die war nicht falsch. Man könnte sich sicherlich andere Herangehensweisen auch noch vorstellen, vielleicht auch welche, wo man nach 5 Jahren schon eine ähnliche Entwicklung macht, aber insofern müssen wir zufrieden, wie es lief und müssen weiterarbeiten. Wo wir Potenziale sehen, nicht ganz wissen, ob die wirklich dann nur zum Vorteil sind, das Thema stringenter werden. Also mehr Regeln zur Nutzung und zur Aktualisierung des Wiki zum Beispiel. Das ist sicherlich ein Punkt, da stehen auch viele veraltete Informationen drin. Wie können wir die besser managen, wie können wir das besser verwalten, wobei eben das auch immer Gefahren hat. Vielleicht sinkt dann die Motivation oder die Akzeptanz, wenn man stringenter macht und wenn man mehr Regeln macht. Was man auch, denke ich, feststellen können, wir haben uns parallel entwickelt, das Informationsmanagement, also wir haben auch Werkzeuge neu entwickelt in dem Thema Daten und Informationen managen. Und da wäre die Hoffnung, dass wir uns eigentlich gegenseitig entwickelt haben. Das hat sich wirklich beides gut entwickelt in der Zeit. Wir haben dann in beiden Bereichen gute Schritte vorwärts gemacht und ich denke, dass sich das gegenseitig befruchtet hat. So im Rückblick könnte man fragen, hätten wir mehr projekthaft arbeiten müssen, uns noch mehr fokussieren müssen, hätten wir uns eine externe Begleitung holen müssen, wären wir dann schneller zum Ziel kommen, also eventuell ja. Wir haben uns nicht so sehr mit dem Thema Wissensbewertung beschäftigt. Also wir haben nicht so lange eine Bestandsanalyse gemacht, sondern wir sind gleich oder sehr schnell in eine Lösung gegangen, was auch schwierig ist. Und eine Frage wäre, was ist jetzt wirklich der Nutzen und lohnt der Aufwand? Das ist ja schwierig zu beziffern. Ich habe vorher ein paar Kennzahlen genannt, wie viele Seiten es gibt und welche Zugriffe. Aber das sagt natürlich nicht so viel über den wirklichen Nutzen aus. Und dann das Thema, diese Stringente und Verbindlichkeit erhöhen, ist natürlich auch noch eine Frage, die sich ständig stellt. Wie könnte man noch besser werden? Was könnte man noch machen? Es gibt natürlich immer Bereiche, wo man sich noch entwickeln könnte. Ja, und ansonsten wird das Thema bei uns weiter wichtig bleiben. Das ist weiterhin eine Führungsaufgabe. Das ist eine Aufgabe für alle. Wir wollen es noch stärker nutzen beim Thema Personalfluktuation. Das haben wir jetzt auch noch nicht so bewusst gemacht. Wir haben natürlich bei Personalfluktuation schon große Vorteile, dadurch, dass viel dokumentiert ist und schon viele Prozesse da sind. Aber wir können es insbesondere, wenn ein Mitarbeiter mit seinem Wissen die Abteilung verlässt, dass wir das noch stärker und bewusster begleiten. Wir haben im Amt und in der Abteilung auch das Thema Geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement. Und da gibt es sicherlich auch noch Möglichkeiten, Synergieeffekte zu erzielen und dann eben neue Methoden, neue Technologien. Ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt, diese Software Confluence erscheint uns wirklich als sehr, sehr nützlich. Ja, und dann war der Erfolgsfaktor, den wir so sehen, man muss da bleiben, beständig werben. Das gilt für jeden persönlich und das gilt natürlich aber auch in die Abteilung, mit den Kollegen. Man muss geduldig bleiben, wir haben jetzt 10 Jahre Erfahrung und so eine Kultur entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Und was auch wichtig ist, man muss immer wieder die Entwicklungen verfolgen, die sich ergeben. Und da gibt es immer wieder Aufgaben, wo man eine Entwicklung vielleicht einfangen muss oder auch fördern muss und einfach diese verschiedenen Stränge, die es gibt, hinterfragen muss und dann auch wieder integrieren muss. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiges Thema. Aber ansonsten muss ich sagen, wir haben durch das Thema Wissensmanagement und das muss auch benannt haben, wir wollen dieses Wissen managen, sicherlich eine gute Entwicklung in den letzten 10 Jahren gemacht. Das wäre es zum Schluss. Gut. Also vielleicht kann ich mir so einen kurzen Feedback vor den Fragen geben. Also ich bin total fasziniert, dass es wirklich so als Prozess innerhalb von einer Abteilung über die 10 Jahre gelaufen ist. Ich selber vertrete auch die Philosophie, wenn man seine Gruppe, seine Mitarbeiter kennt und jetzt die Mehrheit sieht einen Nutzen da drin oder sieht das Ganze positiv,
dann hätte wahrscheinlich eine planmäßige Wissensbewertung im Vorfeld erstmal keine anderen Ergebnisse gebracht. Und ich sag mal, das würde ich jetzt in dem Zusammenhang nicht vermissen. Ich finde auch eine aktive Teilnahme von 25% der Mitarbeiter bei einem Wiki, also eine ganz tolle Zahl, wenn man das als Vergleich hört. Und ebenso ist es dieses, was immer wieder auftaucht, dort wo erfolgreiche Projekte entstanden sind, dieses ständige Begleiten, dieses Werben, dass man diese Art, ich habe immer das Bild des Wissensgärtners im Kopf, dass sich immer kontinuierlich jemand darum kümmert, man kann auch sagen Kümmerer, und dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, wie es scheint, relativ hoch, und das kommt ja auch aus Ihrem Feedback jetzt so rüber. Und das sind wirklich die Sachen, die ich richtig spannend fand. Und auf der anderen Seite, ich kenne ja etliche, die gesagt haben, okay, die führen dieses Jira und Confluence ein, aber diese Stufe, dass es wirklich aus dem Bedarf so schön entstanden ist, erst aus dem anderen Wiki und jetzt ist die Nachfrage da und man führt das ein, finde ich eigentlich auch den richtigen Weg. Weil jetzt können die Mitarbeiter auch zum Beispiel die Vorteile sehen, die dieses Confluence gegenüber dem Media-Wiki bringt, weil sie damit schon die ganze Zeit gearbeitet haben. Führt man das gleich am Anfang ein, ist dieser Effekt gar nicht so vertreten. Also ich finde das insgesamt hochspannend. Das war erstmal als Feedback. Ja, danke. Dafür. Gut. Ich bin ganz beeindruckt. Ach so, Dirk, sorry. Ich hatte die eine oder andere Frage. Sie haben ganz am Anfang mal gesagt, damit, Daten- und Informationsmanagement, das haben wir schon immer gemacht. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich auch Wissensmanagement machen. Ja. Wo war denn dieser Punkt, wo Sie das festgestellt haben? Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, muss ich gestehen. Wenn wir das erkannt haben. Ich meine, mit dem Thema, dass wir uns den Wiki, um den Wiki bemüht haben, da kam natürlich dann relativ schnell schon das Thema Wissensmanagement rein. Dann war es natürlich nur so, dass man vielleicht mit dem Begriff erst vorsichtig umgehen musste in der Abteilung. Jetzt kommt da was Neues, jetzt kommt aber ein neuer Begriff, ist der überhaupt, also das machen wir ja schon immer. Also wir managen unser Wissen und unsere Informationen schon immer. Und was ist der Unterschied, wenn man jetzt diesen Begriff Wissensmanagement so einführt? Insofern haben wir den vielleicht auch ein bisschen vorsichtig nur genutzt. Irgendwann haben wir gesagt, ja, das ist Wissensmanagement und darum geht's. Am Anfang haben wir den vielleicht auch gar nicht so, sage ich mal, vor uns hergetragen, weil der vielleicht auch Befürchtungen auslöst oder ein kurzes Zurückzucken, sondern haben einfach gemacht. Und haben es aber nicht immer so benannt, sondern es gab halt schlichtweg einen Wiki und wir haben uns schlichtweg um die Besprechungskultur und um andere Themen einfach gekümmert und haben aber das Wissensmanagement jetzt nicht ganz so als großes Projekt und Aufhänger genutzt. Insofern denke ich mal, auch bei vielen Kollegen in der Abteilung ist das jetzt gar nicht so bewusst, wir machen Wissensmanagement, das tragen die jetzt auch nicht so ständig mit sich rum, sondern die haben halt die Strukturen im Kopf, die es gibt, die gut sind, manchmal auch nicht gut sind oder nicht noch besser sein könnten, aber es ist einfach ein Prozess, der sich dann entwickelt hat. Also dass wir wirklich gesagt haben, wir machen Wissensmanagement, da wüsste ich gar nicht genau, wann der Zeitpunkt kam, das ist eben einfach auch schon ein paar Jahre her. Dirk, du wolltest was fragen, ne? Ja, ich hatte noch zwei, drei Fragen notiert. Das eine ist mir aufgefallen, weiß nicht, ob der Eindruck verkehrt ist, aber es scheint so, dass Sie als Abteilung auch eine relativ große Autonomie haben, sowas entscheiden zu können jetzt. Diese Software einzuführen, zu installieren, das ist ja für manche nicht so einfach. Ja. Wie sehen Sie die Situation selber, also die Möglichkeit, den Rahmen, den Sie dazu hatten, auch gegeben durch Ihre Stadt? Ja, also der Eindruck ist richtig. Wir hatten in dem Fall eine große Autonomie, weil es ja auch durch diese, wir installieren sowieso Systeme. Also wir haben ja viele andere Werkzeuge. Insofern haben wir einfach die Personalressourcen, um ein Wiki und eine Software Jira zu beschaffen und zu installieren und zu betreiben. Die ist bei uns sowieso da. Also das war quasi kein Aufwand. Wir mussten da keine große Aktivitäten machen. Wir betreiben Informationssysteme, Geoinformationssysteme und dann eben auch andere Systeme. Also das ist so gar kein Thema für uns und das war natürlich auch ein Glück. Wir mussten niemand groß konsultieren. Ich habe mit meinem Amtsleiter natürlich da
den habe ich informiert. Als es dann Interesse bei den anderen Abteilungen gab, wurde das so ein bisschen kritischer beäugt und hat gesagt, jetzt sammelt ihr erstmal Erfahrungen. Also wir hatten schlichtweg auch das Glück, dass wir früh dran waren, dass wir dann so ein paar Flöcke einfach reingehauen haben und uns einfach durch diese technische Hintergrund auch da relativ frei bewegen konnten. Also da hat man dann die Genehmigung und die Akzeptanz, aber diese Ausbreitung weiter, die war natürlich schon, da hat natürlich auch die Amtsleitung eine Steuerungsfunktion und die hat sie dann auch wahrgenommen und hat nicht alles quasi dann ermöglicht in den anderen Bereichen. Wie ist denn gerade diese Ausbreitung auf die anderen Abteilungen? Gibt es da jetzt so eine Idee, so eine Planung, Vorgehen, Wünsche, wie das vielleicht in den nächsten Jahren jetzt stattfinden sollte vom Ablauf? Wie ist da das Gefühl jetzt? Also grob, es wird jetzt, glaube ich, einen Weg gehen, dass so ein bisschen eine Strategie entsteht. Es wird sich ganz stark mal am Anfang auf die Software Confluence, wenn sie denn kommt, wirklich für uns fokussieren. In diesem Testeinsatz oder in diesem ersten Einsatz ist das ein Projekt, das auch über mehrere Abteilungen geht. Sprich, wir haben jetzt schon Confluence bei einzelnen Nutzern in anderen Abteilungen eingeführt und vernetzen uns dann quasi über die Abteilung oder innerhalb des Amtes schon über das Confluence. Und dann merkt man schon natürlich, dass da Interesse und Entwicklungen entstehen und weitere Nutzen und weitere Ideen entstehen. Und jetzt müssen sich die anderen Abteilungen aber Gedanken machen, wie genau und welche Anforderungen in welchen Bereichen sie das machen wollen. Und da gibt es bei uns schon in den Abteilungen, sage ich mal, auch eine starke Spezialisierung. Das heißt, das muss jeder auch so ein bisschen für seine Aufgaben überlegen. Ich bin so ein bisschen vorsichtig, wenn man zu viele Regeln dort aufstellt und zu früh Regeln aufstellt, dann hemmt man eine Entwicklung. Also ich würde empfehlen, das entspannt anzugehen und sich nicht zu viel Strategien und Regeln zu überlegen, sondern auch einfach eine Entwicklung abzuwarten. Das würde ich den anderen Abteilungen, oder das habe ich auch den anderen Abteilungen geraten, aber die müssen jetzt mal sichten und mal gucken, wo sie überhaupt Bedarf haben. Ich habe jetzt noch eine Frage dazu, wenn sich das jetzt so entwickelt auf die anderen Abteilungen. Bisher sitzen ja die Leute, die Systeme hier eingerichtet haben, betreuen und sowas bei Ihnen im Bereich. Wer ist das dann in Zukunft gedacht, dass die das, die Erfahrung weitergeben an zentrale IT oder wird es dann weiter bei Ihnen betrieben oder warten wir erstmal ab, wie sich die Situation entwickelt und entscheiden das dann später? Also innerhalb des Amtes werden wir das dann wahrscheinlich oder werden wir das machen. Das hängt natürlich immer mit unserer zentralen IT. Da gibt es im Haupt- und Personalamt eine zentrale IT. Da sind diese Systeme natürlich nochmal technisch installiert, aber die Administration läuft bei uns und dann werden wir einfach auch die anderen für die anderen Abteilungen das mit administrieren, zumindest aus technischer Sicht und aus inhaltlicher Sicht müssen es dann die Abteilungen selber machen. Klar, wir haben auch nicht jetzt die Ressourcen sozusagen, die anderen Abteilungen auf dem Weg zu stark zu begleiten. Das müssen muss jeder auch für sich selber erarbeiten, aber technisch werden wir auf jeden Fall die Unterstützung anbieten. Gut, also vielen Dank erstmal dazu. Eine rein fachliche Frage habe ich jetzt noch. Dieser Übergang der alten Wiki-Inhalte aus dem Media-Wiki zum Confluence, wie müssten das realisiert werden? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wird das manuell übernommen oder geht das irgendwie automatisch oder wie ist denn da der Gedanke? Also Erfahrungen haben wir noch keine, haben uns auch schon Fragen gestellt. Ich hatte auch schon ein paar Mal einen Austausch mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen, die sowas schon mal vollzogen haben und im Prinzip hat man dort wohl, so habe ich entnommen, die Sachen händisch kopiert, hat auf jede Seite sozusagen, die migriert wurde, einen Marker gesetzt und hat gesagt, diese Seite muss aber überarbeitet werden. Also man hat einfach mal alles übernommen in Confluence. Weiß nicht, ob wir das so machen werden oder ob wir ein bisschen strukturierter schon beginnen, aber da haben wir den Weg noch nicht definiert, weil eben die Entscheidung auch noch nicht so klar aussteht. Also da gibt es jetzt tatsächlich die Entwicklung innerhalb des Amtes noch, die wir auch so ein bisschen abwarten müssen. Aber also egal, wie wir es technisch lösen, mit dieser Migration muss auf jeden Fall eine Überarbeitung verbunden sein. Das macht einfach Sinn, kostet natürlich Zeit. Vielleicht wird es auch sicher über eine längere
Phase hinziehen. Das könnte sein, aber dann hat halt jede Seite kriegt dann in Confluence einen Merker, dass er eben noch nicht überarbeitet wurde, noch nicht aktualisiert wurde. Und da müssen wir sicherlich was rausschmeißen, weil es sind sicherlich viele Informationen drin, die sind einfach veraltet. Eine Frage ist mir, habe ich ja auch noch auf der Liste stehen, das ist Ihre Leute, habe ich rausgenommen, ziehen mit damit und finden das gut, das einzusetzen. War das von Anfang an ein Selbstläufer oder gab es da so ein paar Gruppen, Typen, Altersgruppen oder sowas, wo es ein bisschen schwieriger war, die am Anfang dafür zu begeistern? Wie würden Sie das einschätzen, diesen Weg? Also es gibt auch heute noch sicherlich Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Nutzen. In manchen Bereichen, das sind doch 40 Personen, in manchen Bereichen ist der Nutzen nicht so groß, die nutzen das auch wenig. Und da ist aber vielleicht auch, also sehe ich auch wirklich nicht so unbedingt den Bedarf. Es gibt Bereiche, die das nicht so intensiv nutzen oder gar nicht zum Teil. Ja. Es gibt Bereiche, die könnten es mehr nutzen, ganz sicherlich, und intensiver, würden sich selber helfen. Da muss man noch Werbung machen. Und es gibt Bereiche, die, das hängt auch so ein bisschen schon mit dem Alter zusammen, also die jüngeren Kollegen sind insbesondere bei den technischen Werkzeugen leichter zu begeistern und leichter mitzunehmen. Andere sagen einfach, ja, ich bespreche das lieber und mache es lieber auf herkömmliche Mittel. Also es gab immer und es gibt auch heute noch unterschiedliche Nutzen und unterschiedliche Intensität. Und es gibt sicherlich auch noch deutlich Potenzial, wo man noch was verbessern könnte. Also insofern gehen uns die Überzeugungsarbeit nicht aus, aber man muss auch vorsichtig sein, man muss halt die Leute mitnehmen. Wir haben es nicht so gemacht, dass wir es ganz, ganz streng verordnet haben, ein paar Grundregeln ja, aber wir haben es nicht ganz streng verordnet. Das, denke ich, hat sich aber bewährt. Gut, also vielen Dank erstmal, das waren meine Hauptfragen. Ich habe dann am Schluss noch meine Abschlussfrage, meine typische, aber ich würde vielleicht das an Gabriele übergeben, falls sie noch einen. Nein, Dirk, du kannst deine Abschlussfrage gerne stellen. Du hast mir die Fragen quasi aus dem Mund von der Liste genommen, wie auch immer. Das passt ganz wunderbar. Also dann darfst du gerne deine Abschlussfrage stellen. Nein, die habe ich gerne also am Schluss, wenn man jetzt Nein, sagt, das ist auch prima. Wir sind jetzt so kurz vor Weihnachten und man hat ja immer so bestimmte Wünsche. Also wenn Sie sich was wünschen könnten, was wären dann diese Sachen so für die nächsten 2 Jahre, wie sich das Ganze weiterentwickeln würde? Was naheliegend ist jetzt, sage ich mal, Confluence, weil wir uns wirklich davon versprechen, dass durch die weiteren Funktionalitäten sich da auch weitere Möglichkeiten ergeben. Also es ist ein ganz pragmatischer Gedanke, dass man sagt, diese Software, die kann uns wirklich was bringen. Und wenn wir die einführen und den alten Wiki dann migrieren, dann haben wir wirklich nochmal einen großen Nutzen. Also es ist ja so ein pragmatischer Wunsch. Und der nächste Wunsch wäre, dass man es nur besser schafft, diese Kultur, dieses Bewusstsein nochmal irgendwo rüberzukriegen. Also sagen wir so, die Kollegen in der Abteilung, aber im Amt, so auf der emotionalen Schiene oder auf der zu packen und zu sagen, so quasi diese Motivation, die ureigene Motivation nur zu kriegen. Und da ist das Werkzeug ja vielleicht unerheblich, sondern einfach, ich weiß nicht, wie der verlaufen kann, dieser Schritt, aber dass man doch noch mehr das als jeder für sich als ein wichtiges Thema sieht und sagt, ja, ich hab was davon, wenn ich mein Wissen mit anderen tausche, ich kriege was zurück, ich kann was geben. Und das ist für alle von Nutzen. Und dafür muss ich aber auch was tun. Wie man das erzeugt, mit welchen Werkzeugen, weiß ich jetzt noch nicht, wie das in 2 Jahren passieren kann. Aber Confluence könnte helfen dabei. Ganz vielen Dank. Also von meiner Seite her, ich fand das hochspannend, das Thema, und richtig gut. Und auch wie der Ablauf gelaufen ist, finde ich als ein sehr gutes Beispiel für andere. Und deswegen vielen Dank, dass Sie es mir zur Verfügung gestellt haben. Gerne. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Ich bin auch beeindruckt. Das ist so ein wirklich jetzt im besten Sinne pragmatisch bodenständiges Vorgehen, was, glaube ich, sehr gut funktioniert und vielleicht auch gerade in Verwaltungen sehr gut funktioniert. Aber das müssen dann die Teilnehmer beurteilen, die selbst aus den Verwaltungen kommen. Also vielen Dank, Herr Müller.